ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema, bin ich noch bewegt? Bewegt mich noch irgendwas? Wie ist es denn mit unserem Herz, mit unseren Gefühlen? Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 33, aber ein Samariter, der auf Reisen war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich sehr bewegt. Der Hintergrund ist, dass Jesus hier ein Gleichnis erzählt zu einem der Schriftgelehrten, der zu Jesus kam, um ihn zu versuchen und wollte sich so in seiner Selbstgerechtigkeit sonnen, beziehungsweise eben Jesus deutlich machen, schau mal, ich komme doch in den Himmel, ich habe doch alles richtig ausgerichtet und so weiter. Und Jesus macht deutlich, schau mal, was ist denn das Wichtige? Er antwortet dann richtig, nämlich Gott zu lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Und dann gibt er ihm dieses Gleichnis, weil dann natürlich dieser Gesetzeslehrer fragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und das wiederum offenbart sein Denken, sein Herz. Denn er ist in seinem Herzen, nun sagen wir mal, nach Effektivität, nach Äußerlichkeiten geprägt. Er berichtet hier, Jesus in diesem Gleichnis, dass ein Mann also auf Reisen geht, dass er unter die Räuber kommt und dann kommt ein Priester und ein Levit und sie laufen an diesem Verletzten, der da halb tot am Straßenrand liegt, vorüber und sie helfen ihm nicht. Mag verschiedene Gründe geben, warum sie nicht helfen, aber dann kommt es, nämlich ein Samariter, ausgerechnet ein Samariter, der, den die Schriftgelehrten, den die Juden ja so verachtet haben, weil sie ja nur so halb dazugehört haben. Und weil sie ja die Gesetze und Gebote nicht so richtig gehalten haben und weil man sie eben einfach verachtet hatte. Dieser nun, er ist bewegt in seinem Herzen und er hilft. Er kommt und der springende Punkt ist, was bewegt denn uns? Sind wir so selbstgerecht wie der Levit und wie der Priester, die einfach an dem Verletzten vorbeigehen? Oder ist unser Herz so wie das des Samariters? Das ist die Frage, die Jesus auch hier dem Schriftgelehrten stellt. Die Frage nämlich, beurteilen wir die Menschen nach der Situation, nach ihrer Herkunft, nach dem, was passiert? Gott zeigt uns hier, sein Herz ist ganz anders. Er hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab für alle, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott unterscheidet nicht uns Menschen, das tun wir. Und dann gibt es die Patrioten und die Rechten und was auch immer, Linke. Und all diese Unterscheidung, all das kennt Gott überhaupt nicht. Er kennt nur Menschen. Er kennt nur Menschen, die er liebt. Und er kennt auch nicht Nationalitäten und all diese Dinge, nein. In Jesus wird offenbar, er ist gekommen für alle Nationen. Ja, es gibt vom Alten Testament her das Volk Israel und es war das auserwählte Volk, weil nämlich aus diesem Volk Jesus, der Retter, herausgeboren ist. Und Gott musste und wollte an diesem Volk etwas demonstrieren, nämlich wie wichtig und wie notwendig es ist, dass es einen Retter gibt, dass Gott sich Menschen zuwendet. Aber von da aus gilt dieses Angebot und die Liebe Gottes für alle Menschen. Nun, sein Herz war bewegt und unser Herz soll so bewegt sein. Das macht Jesus hier deutlich. Und dieses Wort vom Urtext her bedeutet, er war innerlich bewegt. Das bedeutet, es durchstach sein Herz. Er war tiefst betroffen, mitleidend, als er diesen Mann da am Straßenrand hat liegen sehen. Zum einen könnte man jetzt natürlich sagen, aha, wir sollen also anderen helfen und wir sollen humanitär Hilfe leisten und all das, das stimmt definitiv. Da gibt es einen Auftrag in der Bibel zu, aber die nächste Frage ist, was ist denn die größte Not? Die soll nicht dazu dienen als Ausrede, dass man sagt, man soll humanitär nichts mehr tun. Nein, aber die größte Not ist die seelische Not, ist die Not, dass Menschen verloren gehen. Und deswegen ist es für uns als Kinder Gottes, als Christen, als Gemeinden so wichtig, dass wir da ausgerichtet sind, nämlich, dass wir nicht wie die Gelehrten damals vorübergehen, sondern dass wir uns der Menschen annehmen. Einmal ihrer Not, auch ihrer körperlichen Not, aber vor allem ihrer geistlichen Not, ihrer seelischen Not, dass wir Menschen die frohe Botschaft bringen. Denn was bringt es, sagt Jesus, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt, aber am Ende verloren geht? Deswegen ist es immer beides. Zum einen, dass wir der Not begegnen, die real hier auf dieser Erde ist. Zweitens aber, dass wir
ganz stark den Fokus haben, Menschen die frohe Botschaft zu bringen, nämlich dass da ein Gott ist, der sie rettet, der ihnen vergibt und der in Ewigkeit mit ihnen in Gemeinschaft leben möchte. So geht es darum, dass wir unser Herz so ausrichten. Das macht Jesus hier deutlich. Nicht vorübergehen, nicht Ausreden suchen, sondern unser Herz soll bewegt sein. Und das ist die Zielsetzung für uns, für jeden Tag. Nämlich ein Herz zu haben, offen und bereit, wo immer wir so etwas sehen. Nämlich Menschen in Not, wo immer wir Menschen kennenlernen und sehen, die Christus nicht kennen, bereit zu sein, etwas zu tun, dass unser Herz durchstochen wird von der Liebe Gottes und wir aktiv werden in Wort und Tat. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.